Es war lehrbuchmäßig, meine Infektion. Ich hatte erst die Zostererkrankung, dann diese Meningitis, also Hirnhautentzündung, dann 1,5 Jahre Durchfall und die Werte gingen immer weiter runter, man wurde immer schwächer und immer, immer kraftloser und niemand sagt, machen wir mal einen AIDS-Test. Also mein Immunsystem war praktisch nicht mehr da, meine Helferzellen waren überhaupt nicht mehr nachweisbar. Da stand noch nicht mal eine Null, sondern überhaupt keine. Und ich dachte, das war's. Also ich muss jetzt sterben. Mehr als 1000 Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr an AIDS, obwohl das längst vermeidbar ist. Der Grund? Sie wissen nicht, dass sie HIV-positiv sind, können deswegen keine HIV-Medikamente nehmen. Regina hat sich wahrscheinlich bei einem ihrer ehemaligen Ehemänner infiziert. Trotz ihrer schweren Symptome lebte sie viele Jahre unwissentlich mit HIV. Ich habe keinen HIV-Test gemacht, weil ich niemals auf die Gedanken gekommen wäre, dass ich HIV-positiv sein könnte. Ich war verheiratet, bin nie fremdgegangen. Und wenn mir der Arzt gesagt hätte, bitteschön, machen wir doch mal einen Test, wenn wir schon immer lauter Krankheiten haben und keiner weiß, wo sie herkommen, hätte ich den sofort gemacht. Auch Mike lebte viele Jahre mit HIV, ohne es zu wissen. Er verdrängte sein HIV-Risiko. Ich hatte einen weißen Pilz auf der Zunge und bin dann zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt gegangen, dass er mir sozusagen etwas gibt oder die Situation einschätzt. Und er hat damals mir Lutschtabletten verschrieben, obwohl der ganze Mund weiß war. Das war natürlich auch Teil dieser Verdrängung. Wenn er mir das nicht nahelegt, auch ein schwuler Arzt das nicht nahelegt, mach mal einen HIV-Test, dann geht man natürlich beruhigt irgendwie wieder nach Hause. Der HIV-Experte Dr. Kaikavus Araste kennt solche Geschichten gut. Oft landen die Patienten mit schweren Erkrankungen bei ihm in der Infektiologie. Ich bin schon sehr geschockt von Situationen, wo Menschen kommen in sehr weit fortgeschrittenen Stadium. Und ich weiß ganz klar, dass man das hätte auch vermeiden können. Das gilt auch für Kolleginnen und Kollegen, die manchmal einfach zu wenig Aufmerksamkeit auf dieses Thema legen. Auch der Arzt vermeidet eine konfliktträchtige Situation, wenn das Thema sexuell übertragbare Erkrankungen nicht gerade sozusagen das Gesprächsthema des Arztbesuches sind. Je später HIV therapiert wird, desto größer sind die gesundheitlichen Schäden. Ganz gesund bin ich nicht wieder geworden, deswegen bin ich auch in Rente. Mein Kopf funktioniert nicht mehr richtig. Also das, was kaputt ist, ist kaputt, das kriegen wir nicht mehr hin. Mike hatte Glück. Sein Immunsystem hat sich sehr gut erholt. Er ist heute wieder voll berufstätig, als Testfahrer bei einem großen Autohersteller. Die Welt geht weiter. Man ist genauso leistungsfähig wie jeder Gleichaltrige in der Verfassung. Die Medikamente wirken hervorragend. Manchmal denke ich gar nicht dran, dass ich HIV-positiv bin, auch im Umgang miteinander. Ich kann es nicht verstehen, dass es so weit gekommen ist. Dass Menschen rechtzeitig einen HIV-Test machen und behandelt werden, ist das Ziel der Kampagne Kein AIDS für alle der Deutschen AIDS-Hilfe. Wir möchten erreichen, dass in Deutschland niemand mehr an AIDS erkrankt. Das ist ein hohes Ziel und dafür müssen viele Menschen zusammenarbeiten. Zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, Politikerinnen und Politiker, wir alle. Gemeinsam müssen wir auch dafür sorgen, dass Menschen mit HIV nicht mehr diskriminiert werden. Denn das trägt dazu bei, dass Menschen nicht zum HIV-Test gehen. Mit HIV kann man heute gut und lange leben. Mit AIDS nicht. Ein HIV-Test und die Behandlung machen den Unterschied.